Und damit willkommen zurück zu Guild Wars 2, Lebendige Welt, Staffel 3, Episode 4, Mission 4, muss das sein. Wir waren das letzte in dem Fort gewesen und haben dort ein bisschen Sabotage betrieben. Zurück bei Taggeray. Wir haben mir berichtet, dass die Anführer des Weißen Mantels in Fort Evenja völlig in Aufruhr sind. Ey, Evenja. Ich habe einige Seraphensoldaten gerettet, während ich im Fort war. Sie könnten während ihrer Gefangenschaft etwas Wichtiges aufgeschnappt haben. Wir werden sie sofort befragen. Gute Arbeit, Kommandeur. Wir sind dabei, diesen Krieg zu gewinnen. Wir sind fast bereit, uns auf Kaudekus zu konzentrieren. Aber bevor es soweit ist, müssen wir unsere Kontrolle über die Region sichern. Das hört sich gut an. Wie kann ich helfen? Ich brauche euch an der Front als Unterstützung für die Seraphen. Tut, was immer nötig ist, um uns den Sieg zu bescheren. Verstanden. Ich werde meinen Teil beitragen. Kommt zu mir zurück, wenn sich das Blatt gewendet hat. Und passt da draußen auf euch auf. Das werde ich. Wir sehen uns bald wieder, Logan. Okay. Schießt Events ab, besiegt feindliche Truppen und helft den Anwohnern des Doriksees, während sich die Seraphen auf den finalen Angriff auf Kaudekus Anwesen rüsten. Das heißt, wir können die Städte abklappern. Also mal wieder so eine Mission, wo man eigentlich, ja, eigentlich nur ein bisschen überall rummischen muss. Kriegen wir aber hin. So. Events abschließen. Wir können aber in der Zwischenzeit mal ein bisschen hier auch die Karte komplettieren. Das ist zum Beispiel ein Event dort drüben. Da können wir dann gleich hingehen. Ich bin nur erstmal gerne bei dem Schiff. War denn das gewesen? Kommt man hier hoch? Doch. Wahnsinn, oder die Schräge? Na gut. Und? Genau, der Kanal. Und dann gehen wir hier runter. Gucken wir mal, ob die Jadekanone wir erledigen können. Gibt es da irgendjemanden, der hilft? Sieht erstaunlich wenig aus. Oh Gott, das sind zu viele. Nee. Also lieber, das sind 8 Leute. Nee, das schaffe ich nicht alleine. So sehr ich es gern wollte. Das ist leider nicht drin. Genau, leider sind auch hier die Eichenherzen Blutstein verrückt. Das heißt, ihr habt auch einiges abgekriegt. Aber wo sind denn... Wie war das jetzt mit der Mission gewesen? Wo sind die Leute, die angekettet sind? Wahrscheinlich doch drin, nehme ich an. So, was bringt mir denn alles? Bringt was, wenn ich hier die Herzen hochbringe? Die Blume kann ich mitnehmen. Moment, die Kanone hat doch gerade irgendwas Schaden genommen, oder? Nee, doch nicht. Genauso viel wie zuvor. Und ein Blumenbeet. Dann kann man sich Wasser nehmen natürlich und die Blume natürlich auch klein neben einpflanzen. Tja, eine gute Frage, ob ich das jetzt weitermache oder erstmal pausiere, weil so spannend ist es ja gerade nicht. Da wird gerade keine Stadt angegriffen. Gibt es irgendeine, die gerade aktiv ist? Nö. Den Schwein muss man da auch was machen. Stock aufnehmen. Nee, das machen wir nicht. Tut doch nicht den Schwein weh. Okay. Was haben wir denn hier? Fangt. Warte mal, das ist irgendwas. Seraphentruppen besiegt die weiße Mantel, die angreift und fangt einen Nachschub ab. Hauptsache, wir sind vorgemerkt. Das ist das Wichtige, glaube ich. Wo ist der? Der ist weiter im Norden. Ist die Frage, bringt das was direkt für unser... nee.
macht den Kleriker kalt, meine Güte. Ich hab leider keinen Heiler, also die müssen dann selber. Gut, ich kann höchstens hier mein Ding setzen. Moment. Das müsste denen ja auch was bringen. Event war erfolgreich, na immer. Wo ist denn Necro hier noch? Okay, haben wir es geschafft. Da oben ist was. Ja, der Kanone, verdammt, die ist gerade am Zerstören. Die ist am kaputt gehen. Von wem? Okay, dann ein bisschen auf die Erdekanone direkt drauf. Kriegen wir bestimmt noch Bronze, ist mir egal. Was? Gold? Okay. Bin dabei. Okay, so, wo ist Doljak ist tot? Gut. Okay, der Weiße Mantel hat sich eingenistet. Seht ihr, das ist eine Stadt, die überfallen wurde. Das heißt, es ist dann immer so ein bisschen, dass man die Truppen hinführen muss, auf das, dass dann wieder Angriff wird. So, jetzt müssen wir den Elementarmark erstmal kalt machen, sonst. So, können wir dort erstmal hier besiegt, genau. Cool wäre es natürlich, wenn auch wir ein paar Heiler hätten, die so ein bisschen gegenheilen könnten. Wäre ganz cool. Muss natürlich nicht. Wäre aber eine coole Sache. Das heißt, die Städte werden immer komplett aufgerieben. Man befreit die wieder und es geht so weiter. So ein bisschen wie gefühlt diese in der Silberwüste. Und so, wie viel Leben denn noch? Oh Gott. Ich glaube, ich sollte weggehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Truppen von uns sind ein bisschen klein. Die Menge. Setzen sich zur Wehr. Okay, wo haben wir noch was Wichtiges? Sieht gut aus, oder? Für uns war das weiße Mantel komplett voll und Seraphen auf fast nichts. Keine Ahnung, wie ich die AOE-Angriffe gegenheilen soll für meine Leute. Okay, Herz haben wir voll wenigstens. Und die werden wir auch erfolgreich. Ist sehr gut. So, die hauen ab. Jetzt die Preisfrage, kommen die mit, dass wir die Stadt wiederholen können? Ist irgendwas Schönes dabei? Nee. So. Also wenn wir hier kein Event haben, dann brauche ich gar nicht reinzugehen. Fuck. Oh, nee. Ich Idiot. Und Messmerin vor allem. Oh, das ist ja auch... Nicht, dass darfst du jetzt 10.000 Mal besiegen. Ach, sogar ein anderer Messmer noch. Oh.
Ich finde, bei den weißen Mantelleuten haben sie ein bisschen übertrieben. Ich fühle mich starr. So, Dorfbewohnerung ist noch da, eine. Wäre auch ein Herz. Achso, Fort war das gewesen. Das Vor, nicht das Fort. So, na gut, da muss man halt alles killen. Was war die Einzelnen hier außen? Sehen wir auch, wie die Kontrolle ist. Die wird dann schwächer und dann haben wir halt irgendwann... Das Ganze eingenommen. Ritter des Weißen Mantels, aber coole Rüstung, ey. Das ist... Stil, sicher sind sie schon. Auch wenn ihre Gesinnung nicht gerade empfehlenswert ist, aber diese weiße Rüstung ist echt gut. So, was haben wir denn hier? Sucher. Der Sucher, der findet. Oder wie es so schön heißt. Ups. Ups. Ach, ich kann gerade nicht rollen. Schade. Damit haben wir hier oben eigentlich ganz gut. Zählt leider ja nicht für... den Fortschritt, aber mal gucken. Könnt ihr auch die Wassereimer nehmen, die Feuer ausschalten natürlich. Das wäre auch im Sinne des Erfinders. Edles Vieh. Ein Nekromant. Wie gesagt, die Friese, die kennt man irgendwoher. Wirkt Elementarzauber. Der Elementarmagier. So, wir gehen mal hier ins Gebäude rein, auch weil ich an das Herz möchte. Okay, ich darf nicht rein, während hier es noch läuft. Setzt Tarnung ein und blendet. Na gut. Gegnerische Fackelläufer übrig. Moment, was ist das? Besiegt? Wo ist ein Fackelläufer? Da hinten, okay. Gehen mit uns. Event. Okay. Haben sogar eine Schwarzlöwentruhe gekriegt. Macht mit, macht mit. Sehr schön. Perfekte Vollstreckung. Rettet Dorfbewohner. Oh, sehr gut. Das ist, heißt, dass wir sind jetzt sogar... Entschuldigung, ich rüber mal kurz zu den Rest. 24 von 28. So, jetzt haben wir zwischen silbernen Gegner. Das heißt, wird jetzt gleich ein bisschen bösartiger. Aber ihr seht, man kann schon relativ viel in der Nähe von einem Hafen machen. Also es ist, dauert nicht ewig, aber das ist das Schöne. Es sind überall immer Events am Laufen. So, können wir den 45, 2 Katapulttechniker... Ach so, okay, da macht ja gar nichts. Sehr gut. Die Verteidigung entlang der Landbrücke ausbauen. Ne, würde ich mal ganz kurz ignorieren. Was ist dort? Unentdeckte Sehenswürdigkeit? Quatsch. Gefallener Bündeter, ja. Schon eher. Ach, und da sind Gefesselte, jetzt verstehe ich's. Ah. Also nicht hier am Baum festgebunden, das zählt, glaube ich, nicht. Kutsu hat sie, sehr schön. Toller Bogen. Legendär. So, jetzt muss man eigentlich nicht mehr viel killen, ich glaube. Truppen der Seraphen sind bereit zurückzuerobern. Sehr gut, dann werden wir vielleicht sogar ein was miterleben. Die Frage ist nur... wann da was kommt.
Da ist eine Jadekanone mal wieder. Die können wir aber eigentlich ignorieren. Hier wird trotzdem macht es glaube ich mal anders. Schafft die Jägerin? Das sind die, achso, Seelenbestie. Okay. Nee. Ach, Mist, ich will doch keine Reiter einsetzen. Wir gehen trotzdem in die Kanone ran. Oh, warte mal, hat der den Einhornbogen? Oh, er hat ja den Einhornkurzbogen. Oh Gott, also das Ding ist mir wirklich bitte viel. So, wir können. Wann können wir angreifen? Jetzt können wir angreifen. Seht ihr das? Ich würde, glaube ich, verrückt werden. So, also wir müssen die Trotzleiste runterkriegen. Breakbar, Breakbar. Habe ich irgendwas eigentlich? Ich mache sogar Schaden durch, sehe ich gerade. Sehr cool. Die Seraphen versuchen den Hafen zurückzuerobern. Bin ich gleich dabei? Ich würde nur gerne noch die Kanone wegkriegen. Das wäre wunderschön. Und tschüss. Gut, dann ab zu Seitras Hafen. So, ignoriere ich mal ganz kurz. Zieht mit. Also, was haben wir hier? Wir haben nautische Kontrollpunkt und so weiter. Also, die Kontrollpunkte müssen gehalten werden. Dann machen wir dort mal mit. Da müssen wir auch die Kampfbereitschaft hinkriegen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Laufen hier Langbogen-Legendäre und Kurzbogen-Legendäre umher. Sehr schön. Gefällt mir. Oh Gott. Das ist gerade ein bisschen viel Schaden. So, das ist der südliche, nehme ich an. Was? Wo kommst du denn her? Wechseln mal wieder. So ein bisschen mehr Schaden. So, wir haben übrigens hier die Quest schon voll. Wir können mit Tagaray reden. Ignorieren wir aber erstmal. Damit ihr mal seht, wie so eine Stadt eingenommen wird. Wenn es jetzt hoffentlich funktioniert. Was macht er? Stay da hin. So, südlich zentral wird gerade genommen. Wo ist einer? Da ist einer. Da kommen zwei. Ihr seht also schon, also alleine wird das echt ein bisschen schwierig. Deswegen ist es echt empfehlenswert, mindestens zu zweit in den Bereichen zu stehen. Das macht es echt angenehmer. Ich kann gerade nicht hoch. Zu dritt ist noch viel cooler. So, schon über fast die Hälfte beim südlichen. Ihr seht doch, es geht übrigens wieder zurück, wenn der andere. Okay, du kannst einfach hier vorbeigehen, ist okay. Finde ich nicht so schlimm. Ich halte den. Ich sehe nur, dort oben kommt eine Riesenwelle. Okay, die versuchen die aufzuhalten. Ich guck mal, kommt hinten was? Nee. Erstmal den Heiler möglichst weghauen. Genau. Bevor überhaupt auf die Idee kommt zu heilen. Sonst laufen die auch nur. Die sind gerade nicht dafür. Hauen die ab. Der nördliche Punkt wird noch gar nicht gerade von uns bedient. Wir machen erstmal zwei nur. Okay, kommt mit rein. Würde ich sagen. Jetzt habe ich eigentlich auf mehr drauf gerade. Kriegsnarben.
Seraphenmoral. Food. Regeneration, mehr Leben. Nicht schlecht. Man sieht, wo er den Rucksack hat. Und das ist ein sehr schönes Schwert. Wo ich die Einhandschwert-Version habe, hat er die Zweihandschwert-Version. Boah, dauert das hier. Ey. Da kommt doch einer rein gleich. Okay, der nördliche Punkt wird zumindest jetzt auch bedient. Das heißt, da sind wir dort ein bisschen schneller fertig. Das ist angenehm. So, wo bist du? Da hinten? Solange du dort stehst und nicht reinkommst, ist mir das vollkommen egal. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Zumindest, wir müssen die nicht gleichzeitig halten. Das heißt, wenn die einmal voll sind, dann ist das schon fertig. Aber sowas alleine? Uiuiui. Uiuiui. Na komm. Leute, bleibt mal schön hier. Wenn da die Welle kommt, kommt wahrscheinlich jetzt hier gleich die nächste. Also die anziehen musste ja nicht. Mit den Einhörnern, aber gleich haben wir es geschafft. So, da oben sehen wir jetzt schon. Ist das. Ja, okay. Gut, damit gehen wir weiter. Wir können die eigentlich ignorieren, das ist jetzt nicht so wild. Wichtiger ist, dass wir zum letzten Gebiet kommen. So, Justiziar. Wo kommt der? In der Mitte. Okay. Okay, da geht's nämlich gleich los. Wir sehen. Da ist einiges dabei, was Spaß macht. Gut, und raus. Ich erinnere mich an das Spiel, was ich eigentlich bald anfangen möchte, nämlich Blasphemous. Ist ja auch so ein leicht religiösen Tasch. Hat abgeschirmt und verwundbar. Ruft Blutsteingeschütztürme herbei. Okay, drauf. Die Abgeschirmtheit ist weg. Oh, immer diese Bodeneffekte hier in dem Spiel. 84, wenn er bei 50 Jobs rumspringt oder einfach nach x Sekunden. Können wir diese Türme eigentlich davor erledigen? Wahrscheinlich nicht. Haben wir eigentlich einen Heiler hier irgendwo? Trotzleiste runterhauen wäre ganz cool. Und nur die gute alte Dame. Nicht schlecht, dass sie lacht dabei. Heilen wir erstmal hier ein bisschen. Bist du aktiv dabei? Nicht Thank you schreiben. Oh Gott. Nee. Das soll aber schnell agieren, weil. Dann lasst mir lieber das Thank you raus und seid gleich dabei. Ihr könnt danach bestimmt noch bedanken. Gut. Okay, es gibt Heiler, ja. 34, 33. 29, 28, 25. Ne, sie lässt uns. Die Leiste füllt sich sehr langsam bei ihr. 7, 5, 4, 3, 2, 1 und. So, Truppen des Weißen Mantels übrig. 58.
Das ist jetzt echt der Wahnsinn. Jetzt dürfen wir also nochmal alles hier killen, was irgendwo rumkreucht. 55. Das waren schon immer so viele. 55 Truppen noch. Aber wir sind ja hier bestimmt 20 Mann, von daher. Für Isengard. Ich meine. Für Asgard. Für Leberwurst. Ups. Für Harta. So. So, was geht's weiter? Da oben ist ein Fessel der Magie, die brauche ich nicht mehr. Wo sind ein paar Gegner? Da sind ein paar Gegner. Hallo, meine Freunde. Bisschen aufs Maul. Es ist Maulzeit. Mahl- und Maulzeit. Das eine zum Mittag und das andere zum Nachmittag. Es sind 32, haben wir fast die Hälfte schon. Gut, die machen gerade die nördliche Runde. Da fange ich mal die südliche an. Dort Kleriker. Oh, nicht alles blocken. Ruft magische Schwerter herbei. Tja, nicht bei mir. Wo ist hier einer? Da hinten. Wo bist du hin? Nekro? Da hinten ist noch einer. Okay, der will Small kriegen. Gut. 22. Och komm, block nicht die ganze Zeit. Die Kämpfe dauern halt, weißt du? Die Messmauer vervielfältigen, die Kleriker können kurz diese Haltung annehmen, die Suche unsichtbar machen. Das heißt, du kannst nicht so durchschreiten hier, so wie durch Butter einfach schneiden, sondern du hast immer ein bisschen was zu tun. So, hier haben wir noch ein paar. Na du, wie sieht's aus, hey? Katapulte abschießen kannst du, hä? Aber nach hinten gucken kannst du nicht. Sagt mir, dass ihr das gesehen habt. Zwei noch. Zwei, eins, zwei, drei. Das sind nicht drei, ja. Oder zählen die Katapulte nicht? Seltsam. Hey, ich habe den letzten gekillt, sehr gut. Und wir haben damit seit Rashafen zurückerobert. Das ist nicht schön. Ich glaube, es hat mir zwar für kein Achievement irgendwas gebracht. Nope. Okay, aber wir können doch wenigstens mal die Dorfbewohner später retten. Die Truhe. Doch, doch, ich loote ja automatisch. Wir gehen mal hoch zu der Guten. Wups, wups. Der dicke Schar. Oder auch nicht. Mach wieder dieses Gebäude mit zwei Aufgängen. Wieder ein Brief. Und hier. Was denn? Was habt ihr? Mini gersthafte Katze. Da bist du mal fast gewillt, die zu holen. Und was gibt's? Ohrring, Suzisjach. Okay, dann machen wir mal ganz kurz ein bisschen Inventarpflege. Moment, wir gucken mal, ob wir was Schönes gekriegt haben. Ist da irgendeine Exotik dabei? Nope. Das mache ich mal so und das mache ich gleich mal so. Ich habe Geld. So, wo soll man sein? Gehen wieder zu Logan, also rüber. Gut, ich hätte die Sehenswürdigkeit mitnehmen können, aber nein, wir putten es natürlich. Der Raptor stand vorne übrigens schon da. Okay, das Super Adventure Raptor. So, also so laufen ungefähr diese Befreiungsaktionen ab für die einzelnen Gegenden. Ja, ist okay, oder? Das Schöne ist eben, dass man da parallel mal die Herzen gleich mit hochtreiben kann. Das nicht sinnlos farmt, sondern halt direkt innerhalb eines Events. Das ist eigentlich ganz schön. Damit müsste ich jetzt 3 von 6 Herzen haben. Ist das richtig? Ja. Da mache ich den Rest dann später noch. Und wir reden mit dem guten Logan. Ich habe getan, was ich konnte. Die Bedrohung durch den weißen Mantel ist zwar noch nicht vollständig gebannt,
Aber wir sollten bereit sein, uns Caudecus vorzunehmen. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Jenna, ich meine, Ihre Majestät möchte euch im Thronsaal sehen. Ohne euch hätten wir den Mantel nicht aufhalten können. Ich bin sicher, die Königin wird sich persönlich für euren Einsatz bedanken wollen. Es kommt mir immer wieder seltsam vor, dass Char in den Thronsaal bestellt werden. Aber ich bin froh, dass ihr es seid. Ah, geht zum Palast. Personalisiert. Wir treffen uns dort. Und damit haben wir die Mission abgeschlossen. Indem wir einfach ein paar Events gemacht haben. Okay, das Ende der Belagerung. Bis gleich im Thronsaal.